Hallo und herzlich willkommen zu Folge 395 von Xeris Rückkehr. Wir sind momentan auf der Ritualinsel und schlachten Gegner, die uns eine Menge EP geben. Ja, also silberne Trolle, weiße Tiger, komische Ork-Vertreter gab es da auch noch irgendwie. Was kann man wieder hieß, der eine, den wir gesehen haben. Auf jeden Fall gibt eine Menge Spaß, eine Menge EP. Wie gesagt, wir haben jetzt wieder 26 Lernpunkte. Also wir haben ein ganzes Level hier schon gemacht, in einer Folge, denn jeder Gegner gibt 3000 EP, also 3000 plus, weil wir ja die EP-Ausrüstung tragen. So, ich bin jetzt hier noch ein bisschen hin und her gegurkt, um mich wieder ein bisschen zurechtzufinden. Wir laufen erstmal hier entlang und schauen mal, was uns der Fan Case über den Weg läuft. Wo gucke. Da haben wir wieder einen weißen Tiger. Also interessanterweise, bei denen ist es so, die sind jetzt auch nicht sonderlich stark. Wahrscheinlich so stark wie ein Varg. So ungefähr, der hat so gescheppert. Ihr seht, 3500 EP. Maßlos übertrieben. Genau, Lindwürmer gibt es noch. Die sind aber, glaube ich, auch nicht stärker als ganz normale Sumpfhaie. Heißen halt Lindwurm und geben auch 3500 EP. Ist echt der Wahnsinn. Da ist da irgendwas. Nur ein Skelett. Sonst nichts. Okay, auf jeden Fall. Dann geht's in dieser Burg. Es ist interessant, dass die Gegner hier so viel. Gut, die silbernen Trolle, die sind relativ stark. Die halten auch sehr viel aus. Das haben wir in der letzten Folge auch erfahren dürfen. Und davon haben wir wieder so einen Ork. Der kriegt direkt aufs Fressbrett. Ach, genau, Wasserorks waren das ja. Wasserorg wahrscheinlich deswegen, weil wir uns hier auf einer Insel befinden. Und die halt irgendwie fernab jeglicher anderer Zivilisation mitten im Meer sich befindet. So, wir haben zum einen einen Berg, wo wir hoch können, und zum anderen eine Burg, wo wir wahrscheinlich rein können. So, die Frage, gibt es hier noch ein bisschen Umland? Oh ne, da wieder so ein Kameraden. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den da. Nicht, dass der früher oder später noch stört. Das ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt drei Gegner getötet und haben über 10.000 EP. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 10.000 EP, da werdet ihr bei Legend of Asun 5 Level ab oder so. Das ist einfach nur geisteskrank. So, wie gesagt, die Kerle da vorne sind allerdings eine andere Hausnummer. Deswegen folgende Taktik. Nein, das mit dem Unsichtbar war eigentlich für den Arsch. Das war wieder für den Arsch, was ich hier mache. Wobei nur bedingt. Also folgende Taktik: Wir geben dem ein paar Hits mit. Oh, der kommt noch. Hammer ab jetzt, geh weg. Wir haben folgendes Konzept: Wir boxen den ein bisschen. Der ist ja immer noch aggro. Jetzt machen wir einen Abgang jetzt, Kollege. Ist gut. Schalte mal einen Gang zurück. Was ist mit dem los? Man hat ja nichts zu tun. Ich gebe schon ein bisschen Gas, sodass er halt verschwinden muss. So, die Sache ist, wir machen dem ein bisschen Schaden, laufen weg, gehen wieder hin. Jetzt dürfte er wieder weg sein. Ist auch gerade Totenstille ansonsten. Ich überlege gerade, wie wir dem noch. Ja, gut, ich hau mir wahrscheinlich wieder einen Geschwindigkeitstrank rein. Das wäre relativ gewinnbringend. Denn ansonsten kommen wir nicht schnell genug an den Kerl ran. Pumpen wir so mal ein bisschen hier Tränke rein. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, warum es so still ist. Der wollte jetzt gerade gar nicht nehmen, aber ist egal. Wir hätten ja sonst sowieso nur irgendwie mit herumfliegen gehabt. Das war einer dieser komischen Tränke. Aber egal. Haben wir halt genommen. Werden ihn schon nicht mehr gebraucht haben. So, das heißt, jetzt aufs Neue. Versuchen wir mal das Beste. Bisschen Schaden hat er genommen, allerdings nicht viel. Ist ein bisschen Murks, da um den rumzukommen, denn bei dem kann man nicht so einfach dran vorbei, wie das bei anderen Trollen der Fall ist. Und wenn er dich einmal von hinten trifft, bist du halt zerstört, wie man jetzt eben gerade gesehen hat. Ja, das sind halt die guten alten Gothic-Fehler.
Ja, das hat sich leider nie geändert. Wenn du neu lädst, ist der Drang der Geschwindigkeit für den Arsch. Und auch für den Arsch ist das jetzt gerade eben. Aber egal, so geht's auch. So, ich muss übrigens die ganze Zeit schon machen können. Einfach den Schlägen ausweichen. Auf jeden Fall passiert jetzt erstmal. Geh weg. So. Ja, man hätte es eigentlich auch. Ich weiß eigentlich das letzte Mal. Ich weiß, das letzte Mal hatte ich irgendwie so einen Hänger, also quasi vorige Folge, gestern, denn irgendwie. Wieso bin ich nicht einfach den Schlägen ausgewichen, haben trotzdem geboxt. Ja, da war es eher so ein, oh, er hat uns getroffen, jetzt können wir nach Hause fahren. Habe ich gar nicht mehr versucht, da irgendwas zu machen. Auf jeden Fall, ja, so geht es natürlich auch. Aber wie gesagt, die Kerle halten jetzt schon gut was aus. Also die sind jetzt die einzigen Gegner, wo ich gesagt hätte, die sind die EP wirklich wert. Warum jeder kleine Kacktiger auch so viel EP gibt, das kann ich beim besten Willen gar nicht verstehen. Ach, Tatsache, ist mal wieder hier, oder was? Ach, guck mal an, den Gang habe ich gar nicht gesehen. Würde ich sagen, gehen wir mal kurz den Berg da hinten hoch. Da führt auch noch ein Weg hinauf. Auf jeden Fall, der Silbertroll, der ist tatsächlich, also der hält ja viel mehr aus als ein Drache, ja. Also der ist die EP wirklich wert. Der ist ein Gegner, wo man wenigstens nicht komplett blind reinrennen kann. Aber wie gesagt, der weiße Tiger, die Wasserorks, die Lindwürmer. Ist ein bisschen hart, dass die so viel EP geben. Also mir ist es im Prinzip gleichgültig, also mir kann es auch gleichgültig sein, ich bin sowieso, also komplett zufrieden mit meinen Stats und ich weiß auch gar nicht, inwiefern wir die da also inwiefern wir da überhaupt noch irgendwas machen wollen. Ich habe jetzt halt Lernpunkte noch ein paar übrig. Aber gut, für ein paar Sachen kann man es ja verwenden. Ja, wir haben ja erst letztens bei Gorn, was bei Gorn? Ich glaube schon, bei Gorn haben wir gelernt, zwei Hände als Einhänder zu führen. Die einzige Information, die ich jetzt noch gerne hätte, wäre die folgende, und zwar, ob das dann auch als Einhandwaffe gilt oder weiterhin als Zweihandwaffe. Also sprich, welcher von den beiden Werten da dann, ne, aussagekräftig ist. Ich denke mal, dass es immer noch der Zweihänder wäre, weil sonst wäre es ja ein bisschen am Arsch. Oder ist ein Geist. Weil stell dir allein mal vor, du spielst auf Zweihänder. Ja, machst dann quasi, erlernst dann quasi diese Fähigkeit. Und auf einmal sind deine Prozente im Arsch. Ja, aber du kannst deine Waffe schneller schwingen. Das ist ja kein Ausgleich, das ist ja Käse. So, wer ist denn das jetzt? Siehst du irgendwas von einem Geist oder so, ne? Uriz. Ah, der greift mich an. Okay, ja, da kommt noch her. Was ist denn los? Trimetron. Oh, der Kerl macht keine halbe Sache. Ja, vor allem stirbt der nicht. Ich habe den Geist Trimetron entdeckt, der mich jedoch unverzüglich attackiert hat. Ob ich wohl einen Weg finden kann, ihn zu besänftigen? Vielleicht gibt es eine Beschwörung. Das hilft mir jetzt relativ wenig. Derzeit haben wir keine. Ich mache mal einen Abgang, in der Hoffnung, dass er auch einen Abgang macht. Vielleicht hätte ich den noch gar nicht aufsuchen sollen, den Bleib guten. stehen, du Lump. Nö, ich bleib nicht stehen, geh doch zurück. Hau ab jetzt. Spast. So, ja. Uriziel. Es hieß ja, genau, heilige Stätte. Genau. Auf der höchsten Stelle der Insel. Heilige Stätte, von einem Geist bewacht. Und den müssen wir irgendwie beschwichtigen. So, das heißt aber, ich lade nochmal neu, denn den will ich jetzt ja gar nicht, auch gar nicht aggro machen. Man kann irgendwie an ihm vorbeilaufen, das ist ein bisschen bekloppt, aber egal. Das heißt, wir gehen erstmal in die Burg, hätte ich jetzt gesagt. Denn die Quest führt uns hier auf den höchsten Punkt. Vielleicht finden wir ja in der Burg die Formel, vielleicht sind da Wasserorks drin. Oder jegliches anderes Gesocks, das hier rumrennt. Ich frage mich, warum es gerade wieder so still ist. Manchmal hört man da im Hintergrund so eine kleine Melodie dudeln, aber momentan ist wieder gar nichts. Das ist ein bisschen komisch. Jetzt hört man mal die Vögel zwitschern, aber ich höre, wie gesagt, gar keine Musik im Hintergrund. Und mir wäre es so, als hätte man irgendwie Ende letzte Folge dann mal kurz ein bisschen was vom Soundtrack gehört. Gerade im Moment allerdings nicht. So.
Bin auch schon, was wir in der Burg finden werden. Hoffentlich eine Menge Spaß und eine Menge Gegner. Denn das ist ja absurd, aber ich glaube, ich würde schätzen, wir kriegen noch ein Level ab hier. Es wäre nicht unmöglich, es wäre sehr realistisch. Eigentlich sogar der Hammer. Das ist mir schon krass viel. Vor allem einfach mal konsequent jedem Mob 3500 EP aus der Nase ziehen. Da ist sogar ein Schleifstein drin. Jetzt erstmal hier ein bisschen umschauen, ob hier noch was zu finden ist. Alles relativ karg, klar. Wir haben ja aber auch hier so eine triste Insel erwischt. Ja, die Ritualinsel ist nicht so einladend in dem Sinne. Wirkt dennoch ein wenig leer. Immer gut, bis auf die Gegend, die wir gefunden haben. So, da hinten ist der Berg mit dem Geist. Und ich denke mal, hier werden wir irgendwie fündig. Dieser kleinen Burganlage, die mir irgendwoher bekannt vorkommt. Ich muss mal ganz kurz an der Stelle bemerken, mir kommt die irgendwie bekannt vor. Also die Welt, jetzt vielleicht nicht die Texturen, aber die Welt an sich. Ach, hier kamen wir her, ne? Stimmt, dann sind wir da hinten den Schotter runtergelaufen. Wie gesagt, nicht die Texturen, aber die Karte kommt mir, also jetzt vielleicht nicht die Berge, aber dieser Teil hier mit dieser Festungsanlage und mit dem Weg an der Seite runter, der kam mir gerade irgendwie sehr bekannt vor. Ich weiß nicht von woher, aber da war gerade so ein Schalter, der ging in meinem Kopf. Ne, hat sich in meinem Kopf umgeschaltet und dann dachte ich mir so, ey, irgendwoher kenne ich das doch. Wo haben wir ganz viele alte Steintafeln oder was? Ach du Scheiße. Meine, da wird einfach eine aufgesammelt. Jetzt müssen wir erstmal suchen, was wir hier gefunden haben. Den ganzen Kram, den wir mit uns rumtragen. Ach du heilige Schande. Ne, das war das. Das sind die mit den Steinkreisen. Und das ist die, die hilft uns auch nicht weiter. Irgendwo müsste jetzt noch eine neue sein. Da. Aha. Möchte der Priester den Geist besänftigen und dessen Gehör gewinnen, so muss er die Worte Put aut moi ad huc aussprechen. Ist dies geschehen, kann er sich ohne Bedenken dem Geist des Wächters nähern und sein Anliegen äußern. Sachen gibt's. So, was können wir hier noch machen? Irgendwas lesen? Oh, Tatsache! Doch so einheitlich der Ursprung der drei Götter zu sein schien, als so unterschiedlich erwiesen sie sich mit der Zeit und ihrer Vorstellung darum, wie die Schöpfung zu formen sei. Und als kein Konsens mehr möglich schien, beanspruchte jeder einen anderen Teil der Schöpfung für sich. Belia verschrieb sich der Finsternis und dem Chaos, Enos dem Feuer und der Ordnung. Adanos, der das meiste mit dem Urvater an Persönlichkeit und Gesinnung teilte, blieb zunächst unentschlossen. Und die Menschen wollten einem jeden der Götter die Verehrung angedeihen lassen, die ihm zustand. Doch hieß die Verehrung des Feuers gleichzeitig die Finsternis zu schmähen und umgekehrt. Und es entstanden Konflikte unter den Menschen, welche der Gottheiten denn die größte Verehrung zukommen sollte. Weiter geht's. Und der Ingrimm der beiden, ja, der beiden Gottheiten, Innos und Belia, gegeneinander wuchs und gedieh zum offenen Konflikt. Und Innos und Belia fochten miteinander, und der Himmel verfinsterte sich, und die Erde bebte. Die Erde bebte, der Himmel verfinsterte sich. Zwischen Innos und Belia tobte ein erbitterter Kampf, der das Erdenrund verheerte. Und auch die Anhänger beider Gottheiten fochten miteinander. Sie richteten ihren Teil der göttlichen Macht gegen die Umgebung und bedrohten damit die gesamte Schöpfung. Götterkriegsgedöns halt. Da betrat Adanos den Schauplatz des Geschehens und er stellte sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Und mit dem Einsatz seiner Weisheit und der göttlichen Macht gelang es ihm, den offenen Zwist seiner Brüder zu beenden. Und er sah herab, was auf der Erde geschah, wo erbitterter Krieg herrschte. Erneut war die Schöpfung durch die Hände der Menschen bedroht, welche die göttliche Macht als Werkzeug der Zerstörung missbrauchten. Und er beschloss, den Menschen einen Teil ihrer Macht zu nehmen. Nur Auserwählten, den Priestern der Götter, war es von nun an möglich, die göttliche Kraft zu beeinflussen.
Ja, da ging es gut rund auf der Erde. Da. Also ein bisschen Krimskrams. Alles ein bisschen verrotzt hier. Tatsächlich ist hier aber Kram. Oh, eine Truhe. Die man knacken kann. Scheint eine alte Siedlung zu sein. Ich habe allerdings erwartet, dass hier Gegner drin sind, aber. Naja. Dann ist es wohl einfach eine verlassene Siedlung. Das kann ja auch gut sein. 300 Gold, okay. Also Betten hier sind noch funktionstüchtig. Was ist hier so drin? Zwei Tische. Aha. Also es ist eine seltsame Siedlung, vor allem das Haus hier sieht sehr seltsam aus. Da haben sie irgendwie zwei Texturen überlappt. Das sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Aber hier gibt es tatsächlich Truhen, die man knacken kann. Das ist ja der Wahnsinn. Also sollte man nicht denselben Wohlstand errungen haben wie ich, da kann man hier eventuell dann nochmal ein bisschen nachziehen. Auch wenn ich es für sehr. Also ich würde es vermuten, dass jeder einen ähnlichen Wohlstand genießen kann wie ich nach so einer Spielzeit. Aber also man würde sich halt ganz konsequent nur der Hauptstory widmen, was aber fast unmöglich ist. Auf jeden Fall kann man hier noch ein bisschen gut Geld machen, wenn man es denn bräuchte. Denn man hat ja Belias Klaue schon und wahrscheinlich auch die dickste Rüstung. Aber gut, vielleicht braucht man ja auch viel Geld für Spruch holen oder je nachdem, ne? Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad braucht man diese Utensilien wahrscheinlich häufiger als ich. Was hat man hier? So ein Hinterzimmer. Hier sind auch überall Runen an die Mauern getackert. Ein Wahnsinn ist das hier. Liegt eine Spitzhacke rum. Sachen gibt's. Da ist ein Sessel. Voll einsatzfähig und Betten. Das ist, hier ist irgendwas komisch. Ich habe das Gefühl, hier müssten eigentlich NPCs sein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich Da das nie brauchen sie gar auf. einen Schlüssel dafür. Diese Art Turm kommt mir auch bekannt vor. Irgendwo habe ich diese Siedlung, den Siedlungstyp schon mal gesehen. In irgendeiner anderen Modifikation. Ich weiß nur gerade nicht welche. Gerade dieser Doppelturm hier, der ist nämlich sehr markant. Also was heißt Doppelturm? Also ein Turm mit einer Tür, aber trotzdem so ein Gang außenrum. Das habe ich schon mal gesehen. War das in Gemeinschaft des Grauens? Nee, ich kann es jetzt echt nicht mehr sagen, was das für eine Modifikation war. Ich will mich doch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und irgendwas behaupten, was nicht stimmt. Trümmer, kann man die da wegkloppen oder so? Das geht nicht, zu lange noch Steine davor. Warum sollte ich? Ja, warum nicht? Ja, warum denn nicht? Ja, warum nicht? Warum sollte ich? Was eine blöde Frage. Neugier oder so? Was für ein Pflaumenkopf, Alter. Warum sollte ich? Es kann auch gut sein, dass das hier auch nicht ganz zu Ende bearbeitet wurde, das Ganze. Also das Konzept dieser Siedlung hier. Also irgendwie, das soll einfach verlassen sein, was sein kann. Ja, es sind ja ein paar Truhen da, die man ausnehmen kann. Aber es wirkt irgendwie zu. Ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Zu einsatzfähig irgendwie so. Es wirkt so, als könnte hier. Also wisst ihr, wenn das hier schon so eine Ruinenstadt sein soll. Warum sollte da so ein Sessel drin sein, ja? Also ich meine, ein paar. Verdammt, ich hab alles mit aus der. Alles aus der Truhe genommen. Ich meine, es macht schon Sinn, dass so ein Schleifstein oder eine Schmiede oder dass da Truhen sind, klar, gerade zum Looten. Wäre das natürlich sinnvoll, aber irgendwie. So ein Sessel. Was hat der Architekt hier gemacht? Das ist ja ein verhunzter Boden. Da kann man aber. Da muss man aber. Ohne den richtigen Schlüssel Da muss kriege man auch ich das nie Beschwerde auf. einreichen. Gerade weil man auch Schlüssel braucht. Also wir haben jetzt einen Schlüssel für eine Truhe. Also ne, wir haben keinen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel für eine Truhe und für eine Tür. Ja, und warum sollten wir die Trümmer entfernen? Keine Ahnung. Ansonsten finden wir nur Proviant, Schrägstrich, Tränkeversorgung, Schrägstrich, bisschen Geld in den Truhen. Also wir sind sicher, dass wir irgendwo einen Schlüssel finden. Oder Quest oder Wertgegenstände oder sowas. Ist da was in der Ritze drin?
Schade. Aber sehr interessante Siedlung, wie gesagt. Da ist auch ein Schleifstein. Und noch eine Truhe. Können wir eigentlich die Klaue Belias? Nee, können wir nicht. Das hatte ich, glaube ich, schon mal ausprobieren wollen. Das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten. Nochmal 280 Gold. Also wie gesagt, Gold kann man ja nochmal einen guten Tausender machen. Ein bisschen mehr wahrscheinlich. So, können wir denn... Sturmbringer, Sense, Schwert. Schwert 02. Nee. Können jeden Kram hier, aber... Belias Waffe wohl nicht, wie gesagt, wäre auch ein bisschen Overkill vielleicht. In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns die Siedlung hier weiter an und gucken mal, dass wir den Geistern besänftigen werden. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.